Mein Vater war ein Obstbauer und als kleiner Junge war ich auch in dem Garten und zwischen die Bäume. Ich habe natürlich viel gesehen. Ich habe auch gesehen, wie mein Vater viel Zeit verbracht hat mit der Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Später wollte ich wissen, warum tut man das? Gibt es keine Alternative? Mein Name ist Bart Thomas und ich forsche zu Pflanzenkrankheiten. Und mein größeres Ziel ist, das Immunsystem von Pflanzen besser zu begreifen. Bart Thomas erforscht das hochkomplexe Spiel zwischen Pflanze und Schädling. Angriff und Abwehr. Pflanzenkrankheiten sind wirklich ein Problem. Ich denke, dass wir viel zu viel Chemie benutzen und das ist ökologisch nicht verantwortlich. Und die Idee ist, wenn wir die Pflanzenkrankheiten besser begreifen, besser wissen, wie Pathogenen, Pilze oder Bakterien die Pflanze angreifen, dann können wir vielleicht neue Wege finden, um Pflanzenkrankheiten zu bekämpfen. Auf einem Forschungsfeld untersucht das Team von Bart Thomas die natürliche Immunität von Pflanzen. Denn diese interagieren mit dem Mikrobiom, der Gesamtheit aller in und auf ihr lebenden Mikroorganismen, um sich vor Schädlingen zu schützen. Doch warum können einige Krankheitserreger die Waffen des Immunsystems der Pflanze umgehen? Was wir an die Bäume können sehen, die sind alle gleichzeitig eingepflanzt und all die Bäume waren gleich groß. Aber jetzt kannst du sehen, dass manche sind größer und andere sind kleiner. Und also manche wachsen gut und andere wachsen nicht gut. Also das ist ein Symptom der Krankheit. Grund für die Krankheit ist ein Bodenpilz, der die Pflanze und das Mikrobiom um sie herum befällt und die Wasserversorgung stört. Die sogenannte Verticillium-Welke befällt auch Nutzpflanzen wie Tomaten oder Kartoffeln. Um zu identifizieren, welche Moleküle der Verticillium-Pilz bei seinem Angriff nutzt, bedarf es genauer Analysen der im Boden befindlichen Mikroorganismen. Denn warum kann sich der Pilz nicht in allen Fällen erfolgreich vermehren? Man hat immer gedacht, dass das Immunsystem von Pflanzen wirklich ganz einfach ist. Wie ein Schalter, das geht an oder aus. Aber jetzt wissen wir, dass das Immunsystem von Pflanzen eigentlich sehr komplex ist. Wenn man darüber nachdenkt, dann macht das auch Sinn, weil die müssen wirklich alles, was in der Nähe ist, bekämpfen. Und wenn sie das nicht können, dann können sie nicht überleben. Tiere oder Menschen können weglaufen oder können weggehen, wenn es zu viel Gefahr gibt. Aber eine Pflanze kann das nicht. Bart Thomas und sein Team haben wichtige Belege für die hochkomplexe Wechselwirkung gefunden, die über die binäre Interaktion zwischen Krankheitserreger und Wirt hinausgeht. Während der Besiedlung durch den Verticillium-Pilz detektiert die Pflanze über Rezeptoren den Angriff und ruft mikrobiotische Gegenspieler in ihrer Umgebung zur Hilfe. Erstaunlicherweise jedoch unterwandert der Verticillium-Pilz diese Abwehrmechanismen, indem er Effektorproteine absondert, die sich gezielt gegen diese antagonistischen Mikroben im Boden richten, die eigentlich die Ausbreitung des Pilzes hemmen sollten. Auch der Pilz manipuliert das Mikrobiom also zu seinen Gunsten, um seine Reproduktion zu sichern. Eine Erkenntnis, die wiederum bei der Bekämpfung des Pilzes von großem Nutzen ist. Langfristig kann das Wissen um die Mechanismen dazu beitragen, widerstandsfähigere Pflanzen und höhere Resistenzen zu entwickeln. Durch eine gezielte Stärkung des Mikrobioms kann auch der Einsatz von Chemikalien weiter minimiert werden. Ich bin sehr froh, dass ich ein Humboldt-Professor bin, weil das gibt viel Freiheit, um die Forschung wirklich zu verstärken. Man kann gute Idee, aber auch riskante Idee untersuchen. Und das ist sehr wichtig. In Köln möchte Bart Thomas Forschungsachsen miteinander verzahnen, Erkenntnisse fachübergreifend nutzen, um so auch wertvolle Ansätze für die Humanforschung bereitstellen zu können. Denn auch bei Menschen haben Mikroben, die den Darm und die Haut besiedeln, eine wichtige Funktion. Das Wissen um die komplexe Wechselwirkung von Mikroorganismen im Boden und ihrer Genetik kann der Medizin beispielsweise bei der Weiterentwicklung und Verbesserung von Antibiotika helfen. Wir müssen andere Strategien bedenken, um die Natur nicht negativ zu beeinflussen,
Und wir sind davon überzeugt, dass die Wege eigentlich schon in Natur erfunden sind. Wenn wir die Mechanismen besser verstehen, dann können wir neue Wege finden, um Krankheiten zu bekämpfen.